Christian, heute das 1-0. Du scheinst der Mann für die wichtigen Tore zu werden. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, dass es ein ganz wichtiges Tor für uns war und dass wir im Rückspiel da den Sack dann zumachen können. War natürlich schon heute gut, dass wir mit dem Tor im Rücken nach Augsburg fahren. Hätten auch ein paar mehr Tore sein können, aber gut, ein 1-0 ist kein schlechtes Ergebnis. Die Frisur hat dir dabei geholfen? Nein, das ist alles eine entscheidende, wichtiges, wie wir es als Mannschaft umgesetzt haben und ob wir die Frisur haben oder wie, ob grün, gelb, blau, scheißegal. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft auftreten und das haben wir heute gemacht und so müssen wir in Augsburg auch auftreten. Wie hast du es gesehen? Es war dann eine Szene mit Pinola. Es war oft an der Grenze des Erlaubten, was passiert ist. Ja klar, war ein sehr kampfbetontes Spiel und ich denke, der Schiedsrichter hat es trotzdem ganz gut gemacht, hat die Ruhe behalten und ja, schade, dass Pino ausfällt, aber ich habe es auch vorhin schon gesagt, wir haben auch gute hinten dran sitzen und deswegen habe ich da keine Angst. Jetzt geht's nach Augsburg, ein bisschen Rückenwind ist ja jetzt da. Ja, ich hoffe, dass die Fans auch alle mitkommen jetzt und dass da vielleicht ein paar mehr sogar von uns sind wie von denen und dass die richtig Alarm machen, war ja heute eine super Stimmung und war schon geil und war sehr wichtig für uns, dass die Augsburg hat man ja quasi nicht gehört. Wie glaubst du, wird das Spiel in Augsburg laufen? Augsburg muss ja jetzt kommen, also sie müssen ja zumindest zu Hause ein Tor schießen. Ja, glaube ich, denke auch, dass die nicht direkt alles nach vorne werfen, weil wenn wir ein Tor machen, dann müssen sie schon drei schießen und ja. Wir warten mal ab, muss mal schauen, was der Trainer sagt und er wird schon wieder die richtige Entscheidung treffen. In der letzten Relegation hast du dann auch nochmal getroffen. Denkst du, das klappt nochmal? Ich hoffe es, gut wäre es, aber ehrlich gesagt ist mir egal, wer trifft. Ganz wichtig ist, dass wir da wieder genauso geschlossen auftreten und ich glaube sogar, dass der Albert da ein Tor macht, habe ich im Gefühl. Danke dir. Danke auch.